Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Nils und ihr seid auf meinem Kanal, wie auch immer ihr das geschafft habt. Congratulations! Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, habe ich heute ein kleines What I Eat in a Day für euch, weil ich dachte mir, die sind ganz cool zu filmen, machen Spaß und deshalb filme ich das mal mit und deshalb gibt es heute ein What I Eat in a Day von mir. Wir haben es jetzt um 12 und da ich ja Intervallfasten mache und deshalb nur von 12 bis 8 esse, gibt es jetzt gleich erstmal Frühstück. Das mache ich jetzt mit euch gleich zusammen. Kurzer Disclaimer noch von weg. Ich bin kein Ernährungsexperte. Ich esse das, was ich möchte. Ich versuche mich recht gesund zu ernähren, aber das klappt auch nicht immer. Heute ist auch nur ein Ausschnitt aus meinem Tag. Also ich esse nicht jeden Tag so. Ich esse auch mal Rahmen zum Abend, zum Frühstück und zum Mittag. 24/7 quasi. Aber wir müssen halt auch bedenken, das ist YouTube. Warum sollte ich posten, wie ich mir eine Tiefkühlpizza warm mache? Das weiß jeder, wie das geht. Wir wissen, das ist nicht das Gesündeste, aber das ist nur ein Ausschnitt und deshalb hört auf euren Körper. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Küche. So, Freunde, ich bin jetzt in der Küche. Es gibt jetzt Frühstück und ich werde mir ein Omelette machen, weil ich irgendwie halt sehr viel Lust auf Omelette habe. Die Perspektive ist halt auch blöd, ne? Das ist schon besser. Ja, deshalb machen wir jetzt ein Omelette. Ich brauche ein Brettchen. Ja, dazu nehme ich erst ein bisschen Schnittlauch einfach, schneide das klein. Ich bin nicht der beste Schneider, muss ich sagen, also Kräuter schneiden fällt mir ziemlich schwer, aber ich kann dafür Gemüse gut schneiden. Okay, das gebe ich jetzt einfach in meine Tasse, die ich hier habe. Ich habe da jetzt nicht geguckt, wie viel Schnittlauch das ist. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Wichtigste, die Eier. Genau. Oh no, da war eine Schale. Jetzt nehme ich mir zwei Essstäbchen und rühre das erstmal um, bevor ich das dann würze. Ja, da kommt jetzt halt einfach das Typische rein, ne? Bisschen Salz, Pfeffer. Und was ich aber noch ganz gern reinmache, Sojasauce. Ja, da mache ich jetzt einfach so ein kleines bisschen von rein. Das schmeckt richtig, richtig gut. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Pfeffer rein. Das ist jetzt eine ganz blöde Position, aber nachdem das jetzt erledigt ist, nehme ich mir jetzt eine Pfanne und mache das Omelette. Die werde ich jetzt so ein bisschen preheaten und dann mache ich da ein bisschen Öl rein und dann das Ei. Und dann war es das halt auch schon. Okay, Freunde. Kurze Planänderung, es gibt Rührei, kein Omelette. Die Pfanne war zu groß und ich hatte zu wenig Ei und deshalb gibt es jetzt einfach Rührei. So, Freunde, und das ist jetzt mein Essen. Also ich habe mir jetzt noch zwei Scheiben Toast dazu gemacht und eine Paprika geschnitten, die weg muss, weil die halt relativ alt schon ist. Und eben das Rührei. Und das ist jetzt mein Frühstück. Dazu habe ich einen Iced Coffee, in dem das Eis schon geschmolzen ist, weil ich den schon ein paar Stunden habe. Ja, irgendwie habe ich heute noch nicht so viel Kaffee getrunken. Aber ja, das ist mein Frühstück. Und genau. So, Freunde, wir haben es jetzt halb vier und ich habe mir einen kleinen Snack gemacht, weil ich noch keinen Hunger auf was Richtiges hatte, aber ein bisschen Hunger und deshalb habe ich mir jetzt so drei Reiswaffeln gemacht. Die eine habe ich mit Hummus bestrichen, weil ich das mal probieren wollte und die anderen beiden mit so einer gesalzenen Butter von Rama, weil das schmeckt halt leider ziemlich geil.
Das mit Hummus wollte ich probieren, das finde ich jetzt nicht so gut. Ja, und das esse ich jetzt und dabei lerne ich weiter. Ja. So, Freunde, ich werde jetzt kurz einkaufen gehen, weil ich festgestellt habe, dass ich kein Salatdressing mehr habe. Ich mir aber heute Abend einen kleinen Beisalat machen wollte. Also einen Salat zu meinem Essen. Ja, und dafür brauche ich Dressing. Und das habe ich gerade nicht hier. Deshalb werde ich jetzt nochmal schnell einkaufen, flitzen und mir ein Dressing holen. Und ja, ich zeige euch natürlich kurz mein Outfit. Okay, Freunde, das ist jetzt einfach nur schnell mein Look. Einfach nur ein gelbes T-Shirt, meine Kordjacke, die ist recht neu, die gab es bei Monkey im Sale und da habe ich die mir geschnappt und dann einfach nur eine Jeans mit meinen Reeboks. Ja, das war's. Ich gern. Ich gehe jetzt nur schnell einkaufen und genau. Kleiner Lebensmittelhaul. Also, wie gesagt, ich war kurz einkaufen und habe so ein paar Sachen gekauft. Also eigentlich wollte ich nur Dressing holen und dann habe ich noch Tomaten gekauft, weil ich ich möchte Tomaten mögen lernen, weil ich mag zurzeit keine Tomaten. Deshalb habe ich mir jetzt Tomaten gekauft, um sie so lange zu essen, bis ich sie mag. Und ja, mal sehen, wie das klappt. Dann habe ich mir Batterien geholt und zu guter Letzt habe ich mir noch Eier geholt, weil, naja, ich habe jetzt zwei gegessen und die sind halt fast leer. Jetzt haben wir nur noch eins und deshalb habe ich jetzt neue geholt, weil, warum nicht? Ich glaube, ich brauche heute Abend welche für mein Food. Ich weiß es nicht ganz genau, oder eins, glaube ich, brauchte ich. Ich bin mir nicht sicher, aber hey, zur Not mache ich halt ganz viele Omelettes oder meine Mitbewohner essen die halt. Ja, das war's. So, Freunde, es ist jetzt 5:45 und ich werde jetzt ein bisschen hulern, weil eigentlich würde ich gern laufen gehen, aber das passt mir gerade nicht in meine Zeitplanung. Deshalb verschiebe ich das Laufen auf morgen früh und huler jetzt einfach eine halbe, dreiviertel Stunde und dann mache ich mir Essen. Das ist der Plan. Ich ziehe mich natürlich um und deshalb habe ich auch einen Zopf, weil damit die Haare nicht nass werden durch Schwitzen. Genau. Ich ziehe mich jetzt noch um und dann hole ich und dann mache ich Essen. So, ich bin fertig mit meinem Sport. Ich war noch schnell duschen, habe mir ein bisschen Sonnencreme aufgetragen, weil es ja doch noch relativ hell draußen ist. Und jetzt mache ich mir mein Essen für heute. Genau. So, ihr Lieben, da ich vergessen habe zu sagen, was ich mache, mache ich das jetzt per Voiceover. Und zwar gab es bei mir an dem Tag einfach nur Zucchini-Puffer. Das ist quasi dasselbe wie Kartoffelpuffer, nur eben mit Zucchini. Und man sieht ja, wie ich die Zucchini klein raspel. Also, ja. Zu der Zucchini habe ich dann noch eine halbe Zwiebel geschnitten. Und ja, ich habe beim Schneiden geweint. Ich bin da sehr, sehr empfindlich und musste leider weinen. Aber das ist ja jetzt auch komplett egal. Was ich leider nicht gefilmt habe, ist, dass ich mir nebenbei noch Kartoffeln gemacht habe, die ich mir einfach in den Ofen gegeben habe. Die habe ich eben klein geschnitten, ein bisschen gewürzt und Öl dran gegeben. Dann habe ich die eben die ganze Zeit in den Ofen getan, bis die knusprig waren. Und ja, das habe ich nur leider nicht mitgefilmt. Danach habe ich die Zwiebel, die Zucchini und ein paar Haferflocken in eine Schüssel gegeben. Da habe ich dann noch Öl reingegeben, ein bisschen Reibekäse und das habe ich dann natürlich noch gewürzt. Ja, und als es dann alles vermengt war, habe ich die auch schon in die Pfanne gegeben. Das ist echt viel geworden und es war auch eine große Sauerei, aber ja. So, also die Taler sind eher so eine Pampe geworden und ich hatte keine Paprika und eigentlich nichts für den Salat, deshalb habe ich mir Ofenkartoffeln gemacht. Und dazu gibt's Remoulade zum Dippen. So, Freunde, ich habe vergessen, das Outro zu drehen, deshalb bin ich jetzt hier. Das war's auch schon mit dem Video. Das Video war eine reine Mess.
es ist immer noch eine Mess. Aber hey, it is what it is. Jedenfalls, wenn ihr bis hierhin da geblieben seid, gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt vielleicht einen Kommentar. Und abonniert eventuell meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt nochmal zum Schluss. Das war nur ein Ausschnitt aus meinem Leben. Es war nur ein Tag, an dem ich euch mein Essen gezeigt habe. Ich esse nicht jeden Tag so. Ich esse auch ungesund. Ich esse auch mal mehr, mal weniger. Einfach, wie ich mich gerade an dem Tag fühle. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gerne auf meinem Kanal, guckt gerne noch mehr Videos. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht in einem späteren Video wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!